Was geht denn hier schon ab? Sag mal, bist du hier im Urlaub oder was? Die Katzen sind draußen. Ja, guck, ich habe ihm schon Geschirr angezogen. Ja. Apollo sitzt da die ganze Zeit vorm Zaun und wartet auf irgendwas. Ja, also weißt du. Eben gerade hat er die ganze Zeit da gehockt. Ja, weißt du, worauf er wartet? Er wartet, bis Noah wiederkommt und er ihn wieder jagen kann. Ja. Darauf wartet er. Cosmo geht auch immer mal wieder gucken. Mhm. Hm. Die haben ihn schon lieb. Ja, ich denke auch, dass da eine gewisse... Oder, oder sie wollen einfach nur... Ja, ich glaube, er hatte ganz schön Spaß ihn zu jagen. Ja. Deswegen ist er so. Und wartet auf ihn. Cosmo hat schon ein bisschen Gras gefressen. Ja. Ja. Schön. Hallo, Katzi. Du warst doch eben noch oben am Schlafen. Hm, ja, was ist das hier? Hat er bei euch geschlafen? Ja, auf dem Sessel. Hm. Wo hat Apollo geschlafen, weißt du das? Nee. Nicht bei euch? Nee. Apollo schläft eben entweder in deinem Zimmer, auf dem Dingens. Oh, und ich hab zugemacht. Ach, egal. Er schläft auch im Kinderzimmer auf dem Teppich und er schläft auch, wo schläft er denn noch? Im Wohnzimmer unter der Couch. Ja, also er hat viele Schlafmöglichkeiten. Genau, viele haben mir geschrieben, dass Oleander sehr giftig ist. Das habe ich auch schon gegoogelt. Habe ich auch schon gehört, ja, ja. Dass es sein soll. Aber meine Katzen gehen nicht an Blumen dran. Nein, dann, meine auch nicht, nein. Also gar nicht. Ich habe noch nie erlebt, dass meine Katzen an unsere Blumen dran gegangen sind. Nein, meine Katzen machen das auch nicht. Nur Gras. Ja, und auch nur eine spezielle Sorte von Gras. Cosmo ist auch so schlau, der piekt sich genau die Grashalme raus, die bei meinen Eltern zwischen diesem Knoblauchgewächs wachsen. Und die sehen eigentlich genauso aus und eigentlich voll gefährlich, ihn da grasen zu lassen. Ja, okay. Aber ich habe schon 1000 Mal versucht, ihn da wegzuholen. Und der Bereich ist auch eigentlich abgesperrt, aber er springt einfach drüber. Und dann fängt er da an, seine Grashalme rauszupieken. Aber dann habe ich das irgendwie eine halbe Stunde beobachtet und habe gesehen, er hat keinen einzigen Knoblauchgewächs angefasst. Nee. Er hat sich wirklich nur seine Rasenhalme rausgepickt, die er auch wirklich essen darf. Also da ist er schon nicht ganz unschlau. Und ansonsten gehen die gar nicht in irgendwelche Blumen hier ran. Wir könnten eigentlich alles auspflanzen hier, weil alles sonst giftig wäre. Ich denke, Blumen sind nicht interessant für Katzen. Nee. Nee, ich denke, es gibt Katzen, die haben ein Picker-Syndrom. Ja, das heißt, sie. Das heißt. Alles, was ja, sie kauen ja, wirklich okay. Pflanzen an. Ja. Und das ist aber überwiegend bei Wohnungskatzen, erlebt man das. Ja. Weil Wohnungskatzen irgendwie so einen Tick entwickeln, dass sie irgendwie dann an Blumen rangehen. Ich habe einen Bekannten, der kann seine Katzen nicht unbeaufsichtigt mit irgendwelchen Pflanzen lassen. Die beißen überall in alle Blätterlöcher rein. Dann würde ich mir gar keine Pflanzen holen. Nee, der kann auch keine Pflanzen haben, die giftig sind. Gar nichts. Er kann auch keine normalen Pflanzen haben, weil sie eh alle zerbissen werden. Und bei Freigängern ist es was anderes. Du kannst ja keine Katzen freilassen und so wissen, der knabbert die nächste Pflanze an, die... Das hast du ja nicht unter Kontrolle. Ja, du siehst es ja nicht. Katzen sind halt schon ein bisschen abgehärteter. Ja, das stimmt. Als Hauskatzen. Ja, ist auch so. Draußen lauern so viele Gefahren, auch Giftköder. Boah. Die Detective hat mir Giftgefahr gesagt, ne? Was? Über die App. Ja. Echt? Ja, ja. Kam so eine Push-Benachrichtigung. Ja. Achtung, Giftgefahr. Und dann bin ich da an diese Stelle gelaufen. Das war bei unserem Haus direkt so 5-6 Meter weiter. Nee. Und da waren diese, wie heißt das, an den Bäumen, so Raupen. Ach so, ja. die giftigen Raupen. Raupen, aber die haben da anscheinend auch Gift ausgelegt dann. Oder war das Woher weiß Tractive das? Keine Ahnung. Krass. Habe ich eine Push-Benachrichtigung bekommen. Richtig direkt gut. Dahin, weil ich dachte, jemand hat Gift ausgelegt an der Straße. Ja. Weil meine Nachbarin oben sagte, dass auch ein paar Leute Gift-Köder auslegen würden. Ja, machen sie ja. Machen ja ständig Leute irgendwie, weil sie keinen Bock haben auf Hunde, die auf die Straße kacken. Und dann legen sie Giftköder aus. Richtige Arschlöcher. Ganz schlimm. Dann müsstest du eigentlich so einen Giftköder nehmen und den zurück ins Maul stopfen. Guck mal, er guckt schon wieder. Ja.
Soll ich das für alle verraten jetzt? Ja. Das würde überraschen. Nein. Nein, das geht nicht. Doch. Nein. Doch, verrat's für alle. Meinst du weniger Schwung? Ich weiß nicht. Ja, hier kommt weniger Schwung. Ich habe heute Apollo gesehen, wie er hier so durchgegangen ist. Und ich dachte, das ist mit so einer Schlange oder so. Ich voll erschreckt. Weißt du? Nee. Doch. Doch, weniger Schwung? Dann das da noch abgraben? Genau, der Baum kommt weg. Der kommt hier da hinten hin. Ja. Und dann kommt hier. Ein Pfosten hin. Aha. Und hier kommt ein Pfosten hin. Mhm. Hoch und rüber. Mhm. Das ist so 3 Meter, ne? Ja. Also vielleicht ein bisschen weniger, aber wir lassen hier so ein bisschen überstehen. Also ja. An der Seite so. Ja. Und dann kommt hier schon. Aber was ist, wenn ich gegen den Zaun schaukel? Also wenn du gegen den Zaun schaukelst, dann bist du ja... Das sind ja eine ganze Spannbreite. Das heißt, du bist ja dann, fällst ja schon raus. Also ich schaukel nicht gegen den Zaun. Und auch nicht gegen die Bäume? Das ist halt parallel von da nach da. Wir wollen sie ja... Ja, vielleicht bauen wir sie auch ein bisschen schräg. Müssen wir mal gucken. Also ich brauche schon Platz hinten, weil ich schaukel schon ziemlich hoch dann. Wieso wollen wir eine Schaukel im Garten haben? Eine Hollywood-Schaukel wollten wir doch eh kaufen, aber gleich eine kaputt gemacht. Okay. Ja, schön. Ja? Ja. Du musst jetzt ein bisschen graben. Ja, Hauptsache irgendwas graben. Okay. Richtig und wichtig. Ja. Also das Ganze hier wird so ein Blumenbeet. Er will hier ganz viele Hortensien anpflanzen, weil unsere, ja, die da hat er schon entsorgt. Die Rhododendron hier, die überleben irgendwie nicht. Also der hier ist wohl noch gut und der ist noch gut, der in der Mitte ist jetzt auch nicht so geil, aber der da ist komplett am Absterben. Deswegen, er will hier alles mit Rhododendron voll machen und der Kirschbaum soll dann hier irgendwo hin. So wie ich das verstanden habe. Ja, das ist der Plan. Aber wenn du das hier jetzt, also hier hast du jetzt so eine Schlangenlinie. Hm. Wenn du das hier jetzt eingräbst noch, dann hast du ja da viel Breite. Musst du da noch was aufschütteln oder was? Ja, da kommt ja dann wieder Erde rein. Da kommt wieder Erde rein, okay. Und brauchst du wirklich so ein tiefes Loch für die Steine? Ja. Ah. Besser. Besser, okay. Oh je. Was machen wir wieder mit der ganzen Erde? Das ist nur die Grasnarbe, die kann man abholen für umsonst, wenn man möchte. Und falls jemand eine, braucht sie? Falls einer Grasnarbe braucht. Okay. Signiert von Cosmo und Apollo? Ja, die haben wirklich hier alles signiert. Mit ihrem eigenen Pipi. Wie gespannt er guckt. Was passiert da schon wieder mit meinem Rasen?